Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du an einem Tisch oder hier an einer Werkbank Werkstücke, an denen du arbeitest, auf verschiedene Arten festspannen kannst. Wenn du hier so eine Werkbank zur Verfügung hast, dann hat die oftmals so eine sogenannte Spannzange, mit der kann man Werkstücke festmachen. Ich kann also hier aufdrehen und das Werkstück entweder so einspannen, so ist es fest, oder wenn ich zum Beispiel bohren möchte, kann ich das Werkstück auch so einspannen. Das wäre also schon mal die einfachste Variante, wobei natürlich nicht jeder so eine Werkbank mit einer Spannzange hat. Für längere Werkstücke gibt es oftmals auch diese sogenannten Bankhaken. Die steckt man hier in diese Bankhakenlöcher. Und dann kann man hier also spannen. So hält das Werkstück ebenfalls. Wenn man die Bankhaken nicht braucht, kann man sie einfach versenken, dann sind sie aus dem Weg. Was machst du nun, wenn du nicht so eine Spannzange zur Verfügung hast? Dann brauchst du in irgendeiner Form solche Zwingen, entweder Schraubzwingen oder Schnellspannzwingen. Damit kannst du ebenfalls arbeiten und das zeige ich dir nun. Um das Werkstück mit einer Zwinge zu sichern, gehst du in der Regel irgendwo an den Rand des Tisches, zum Beispiel auch so rum, wenn du hier irgendwas absägen möchtest und setzt die Zwinge hier so an, dann ist das hier ein bisschen fest. Manchmal reicht das nicht, weil es jetzt nur an einem Punkt fest ist. Dann kann man noch auf der gegenüberliegenden Seite eine zweite Zwinge setzen. Dann hat es einen zweiten Fixierpunkt und ist damit fester. Nun könnte ich also hier zum Beispiel was absägen oder hier Löcher reinbohren und so weiter. Diese Zwinge hier kann ich auch von oben setzen. Dann kann ich hier besser drehen und muss nicht hier unten drehen. Und meistens ist mir dieser Hebel hier auch nicht im Weg. Wenn ich hier am Ende stehen möchte, dann kann ich auch das Ende des Tisches verwenden. Oftmals ist es besser, wenn ich arbeite, dass ich vor dem Werkstück stehen kann und das Werkstück hier übersteht. Dann würde ich eben dasselbe hier tun. Ich setze diese Zwinge hier an. Und dann könnte ich sogar hier drüben arbeiten, um den zweiten Fixierpunkt zu setzen. Und auch dann habe ich wieder eine feste Verbindung. Natürlich kann das hier ein bisschen im Weg sein, dann könnte ich überlegen, hier rüber zu gehen. Das ist jetzt bei meiner Werkbank etwas ungeschickt, weil hier diese Blechstütze ist. Das heißt, dann müsste ich mir hier was anderes überlegen. An einem normalen Tisch ginge das wieder problemlos hier an der Kante. Manche Werkbänke und Werktische haben auch so eine eingebaute Halteschiene. In dem Fall nennt man das eine T-Nut-Schiene. Warum? So ein Schlitz hier ist eine Nut und die sieht von der Seite aus wie ein umgedrehtes T. Dann habe ich hier eine Klemme, die eine Schraube hat, mit der ich hier in diese T-Nut einfahren kann. Und weil der Schraubenkopf dann in diesem breiteren Teil ist, kann ich das nicht rausziehen. Und so könnte ich also zum Beispiel hier ein Werkstück fixieren, indem ich diese Klemme festspanne. Oder wenn ich einen zweiten Punkt haben wollte, könnte ich auch sagen, ich nehme das als den hinteren Punkt und nehme dann eine andere Zwinge hier vorne und so hätte ich zum Beispiel eine sichere Verbindung hier und kann arbeiten, ohne dass das Werkstück sich bewegt. Nun also viel Erfolg bei der Arbeit an deinen Projekten.